Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ZBM Haus. Ich habe mittlerweile hier das wunderschön ausgekleidet und Löcher gebuddelt und ich habe den Keller etwas erweitert, würde ich mal sagen. Erweitert. Da wir eh schon am Bauen sind, kann ich das auch ganz gut so bauen. Also. Links ist runter, rechts ist hoch. Das heißt, wir brauchen Magma-Blöcke. Wo haben wir die? Da haben wir Glowstone. Da haben wir Seelensand. Wo sind denn die Magma-Blöcke? Magma. Bestimmt übersehen. Wo haben wir denn unseren Magma? Da. Das ist doch. Das heißt, hier hoch. Das bedeutet, ich hier erstmal einen wunderschönen. Denn. Wo denn? Rein. Und hier kommt Magma rein. So. Dann brauchen wir Glas. Ja, doch, Glas. Umring das mal. Am besten. So. Ja, so gefällt es mir. Hier inzwischen kommt ein schöner, heller, ja, nicht Stein, also was ähnliches. Ja. Und jetzt brauchen wir Glas, was Scheiben, da. Glasscheiben. Erste Mal hier, das heißt Phil, wo haben wir unseren guten Phil-Command, der ist hier. Hier. Ist hiermit Glas Pain so, damit hätten wir Nummer 1 ein Block zu weit. Damit hätten wir das schon mal. Das heißt, das gleiche brauchen wir auch die anderen Seiten. Gut, dann erstmal das kopieren bzw. ausschneiden und die Koordinaten ändern. So, einmal hier und dann. Einmal hier und das Ganze mit Glass Paints. Ja. Dann haben wir Glass Paints. Und hier müssen wir jetzt gut überlegen, wie wir das machen. Noch was ab 3. Also ab diesen Glass Paints. Ab diesem Glaspane. Von hier bis hier auch wieder mit Glaspanes. Und schon haben wir Glaspanes. Und wir brauchen Water. Wo haben wir denn da? Waterbucket. Oder Bucket. Bucket? Weiß nicht, wie nennt man das? Bucket, glaube ich. So. Ich fülle das von hier ein. So. Das war mir von vornherein klar, dass das passieren wird. Aus
jedem Runde werde ich Fichte? Nein. Eiche? Nein. Katze? Nein. Grob. Ja. Das da. Machen. Nein, das ist die falsche Richtung. Das geht hoch. Oh, warte, wo ist es? Okay, dann eben. Dann eben so. So passt's. Aber wir brauchen. Kein Flowing Water, sondern wir brauchen nicht diese Art von Wasser. Huch. Das sollte nicht so sein. Das kommt wieder weg. Gut, dass ich noch nichts gebaut habe. Okay. Das heißt, sollte jemand jetzt von oben runter wollen, kann man einfach hier den Aufzug benutzen, denke ich. Stopp. Kommt man normal runter oder ganz schnell? Ich würde mal behaupten, ziemlich schnell. Man kommt ziemlich schnell runter. Hier machen wir es genau umgekehrt. Hier setzen wir erst die Fansgates. Würde ich tatsächlich behaupten. Und dann das Glas. So. In jede Ecke, wo Glas hingehört. Das sind eigentlich nur zwei Ecken. Hier sind es nämlich auch nur zwei. Na gut, außer hier, da sind es drei. Vorne sind es drei. Erstmal hier. Habe ich Glass Panes noch? Perfekt, habe ich. Gut, dann füllen wir mal wieder, würde ich behaupten. Und zwar von hier bis hier. Mit Glass Paints. Ja. Und dann füllen wir von, da wir eh schon hier oben sind, hier. Bis hier unten. Ebenfalls mit Glass Panes. Und ihr hättet es euch schon denken können. Auch hier kommen wieder die guten Glass Panes zum Einsatz. Einfach, weil es ist. Punkt. So, zack. Und weil sie gut passen. So. Auch hier brauchen wir jetzt wieder Wasser. In diesem Fall lohnt es sich tatsächlich von unten anzufangen. Ach, was ist denn jetzt kaputt? Nein, ein Block zu viel. So, perfekt. Das heißt, von diesen Blöcken werde ich runtergezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich setze lieber. Ich setze hier lieber noch mal ein bisschen Wasser. So. Und hier haben wir einen Aufzug nach oben. Okay, das hätten wir schon mal.
Und das ganze Zeug müssen wir die anderen Stockwerke auch machen, für die anderen Sohn. Das brauchen wir jetzt aber tatsächlich nicht zusammen zu erledigen, sondern das mache ich alleine, weil einfach, ja, weil ich das so sage. Punkt. So. Heißt, hiermit können wir hoch. Und hiermit kommen wir runter. Frage. Wenn wir im Survival-Modus sind, kommen wir dann auch wieder mit genügend Luft oben an. Und natürlich auch unten. Das möchte ich testen. Hui! Yep, oben ankommen ist drin. Frage ist, ob wir unten ankommen, ohne Parts zu verlieren. Hm. Ja. Wenn man jetzt Shift nicht drückt. Ausgeschlossen natürlich. So, damit hätten wir auch schon einen Aufzug. Ich werde dieses Konzept weiter bis nach oben bauen. Aber das mache ich nicht in dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Part und ciao, Leute.